Finanz-, Wirtschafts- und Wertesysteme verändern sich. Der Mensch wird immer kranker und befindet sich in einer Identitätskrise. Doch, so unser heutiger Gast, mit einem bewussten Umgang können wir die Schwierigkeiten erspüren, umgehen und transformieren. Und wie uns das gelingt, darüber sprechen wir jetzt. Strategische Intuition, dein Kompass durchs Leben. Hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Martin Zoller. Hallo, liebe Peggy. Schön, dass ich wieder bei euch dabei sein darf. Ich habe mich auf dieses Gespräch sehr gefreut. Martin, du bist Seher-Mentalist. Wie würdest du deine Tätigkeit jetzt nach all den Jahren beschreiben? Ja, ich benutze auch den Begriff medialer Berater. Ich helfe Menschen auf ihrem Lebensweg in Kontakt mit ihrer intuitiven, höheren Essenz zu kommen, um zu spüren, zu erkennen, wer sie sind, welches ihre Talente, ihre Veranlagungen sind. Natürlich auch, wo gewisse Blockaden und Hindernisse sind. Dies, indem ich durch Aura-Analysen die Vergangenheit analysiere, um zu sehen, was dies für die Gegenwart bedeutet und wie man damit in der Zukunft umgehen kann. Aus der Quantenphysik wissen wir ja, dass der Mensch ein Informationsfeld ist. Ja, also wir stellen ein Resonanzfeld dar und wir gehen in Interaktion mit der Welt. Was bedeutet das, wenn wir jetzt von einem Informationszeitalter sprechen, also persönlich und gesellschaftlich? Ja, auf der einen Seite sind wir natürlich in einem enormen Vorteil gegenüber unseren Vorfahren, weil durch das gesellschaftliche Informationsfeld, sprich Internet und die ganze globale Vernetzung, haben wir die Möglichkeit, Wissen zu uns zu holen, das wir für unseren persönlichen Vorteil oder Wachstum nutzen können. Wir können sehen, wie andere Kulturen, Gesellschaften, Philosophien oder Religionen miteinander agieren, wie sie miteinander umgehen, wo ihre Vorteile und Nachteile sind. Das kann ein unglaublicher Informationsfluss sein, der uns helfen kann, zu erkennen, was alles möglich ist auf diesem Planeten Erde. Und auf intuitiver Ebene bedeutet das, dass wir die Möglichkeit erkennen, dass eben die Welt nicht nur schwarz und weiß ist, sondern dass es auch ganz viele Alternativen gibt, dass wir unglaublich viele Möglichkeiten haben, weil wir sehen, wie zum Beispiel Schamanen in Südamerika oder Medizinmänner in Afrika arbeiten und wie in Asien zum Beispiel die tibetische oder die chinesische Medizin funktioniert und auch wie dort gerade jetzt im Feinstofflichen die Möglichkeit besteht, viel mehr zu integrieren und um in seinen Wachstum zu investieren, als wir das bei uns in der westlichen Gesellschaft kennen. Das sind die Vorteile. Die Nachteile sind natürlich die, dass dies gleichzeitig auch zu einem Informationsfluss führt, der verwirren kann, weil dann in diesem gesamten Resonanzfeld, in diesem unendlich weiten Informationsfeld auch so viel vorhanden ist, dass wir dann plötzlich nicht mehr wissen, was nun zu uns gehört, wer wir sind, welches auch unsere Wurzel ist, weil Freiheit kann Vorteil und nachteilhaft sein. Und ich denke, gerade in solchen Momenten ist Intuition sehr wichtig. Also das wieder das Positive dieser bewussten Verbindung mit dem Resonanzfeld, weil unsere persönliche Intuition ist die Stimme des höheren Selbst, ist auch so vergleichbar mit dem Seelenkompass, wie ich es gerne auch benutze. In dem nämlich unsere Intuition, wir kennen den Kompass vom Segeln oder das GPS beim Autofahren, indem wir dann dieses Hilfsinstrument haben, wir schauen drauf und wir sehen den ungefähren Weg, der vor uns liegt. Und Intuition hilft uns natürlich, zu erkennen, welche Information nun für mich wirklich unterstützend ist und welche nicht, was ich brauchen kann und was nicht. Und da ist, denke ich, Intuition gerade in der aktuellen Zeit eine wichtigere Informationsquelle denn je, weil sie uns wirklich zeigt, was ist wichtig und was ist ausschlaggebend für unseren
persönlichen Wachstum in der aktuellen Situation. Offensichtlich kann das der mitteleuropäische Mensch nicht. Also wo steht er denn deiner Meinung nach gerade? Also ich empfinde das, dass wir hier alle so ein bisschen schwimmen, in der Krise sind, orientierungslos sind. Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich kann dich beruhigen. Das ist nicht nur der mitteleuropäische Mensch, sondern das ist global. Ich lebe in Panama. Ich habe davor lange in Bolivien gelebt. Ich arbeite auch viel mit Kunden im Mittleren Osten. Ich habe auch im Fernen Osten habe ich sehr viele Kunden. Und explizit seit 2020 herrscht überall eine enorme Verwirrung. Also da sind wir nicht die Einzigen. Auf der anderen Seite müssen wir halt auch sehen, dass der Mitteleuropäer im Moment unter einem Dauerbeschuss steht, gesellschaftlich, politisch. Das hat jetzt intensiv 2008/2009 angefangen mit der Immobilienkrise. Danach 2015/2016 waren die Terroranschläge und die Immigrations- oder Flüchtlingswellen, je nachdem, wie man das nennen möchte. Dann kam Brexit und dann als die Engländer endlich aus der EU waren, dann fing auch gleich die Pandemie an. Dann hatten wir die 2 Jahre und kaum war die Pandemie zu Ende, haben wir den Krieg in Osteuropa. Und das verunsichert natürlich enorm und gerade in solchen Situationen wäre es wichtig, dass der Mensch versucht, der mitteleuropäische Mensch versucht, sich mehr auf seinen eigenen intuitiven Kompass zu besinnen. Was vielleicht auch eine Rolle hier spielt, ist das, und ich sehe das auch teilweise als schwierig oder als unvorteilhaft, weil wir sehr rationell gesteuert sind. Das heißt, bei uns ist Wissenschaft ist zu einem Religionsersatz geworden. Und alles muss wissenschaftlich erklärbar sein, alles muss wissenschaftlich untermauert sein, weil sonst ist es spekulativ oder sogar Verschwörungstheorie. Und wenn wir von strategischer Intuition sprechen, dann ist das nun mal halt nichts, das sich jetzt mitteleuropäisch westlich wissenschaftlich erklären lehrt, es sei denn, man spricht von Quantenphysik oder man spricht mit Wissenschaftlern, die den Themen gegenüber aufgeschlossen sind. Aber so in der breiten Bevölkerung, obwohl das Thema Intuition schon viel, viel, viel akzeptierter ist als früher, vor 10 Jahren, vor 15 oder 20 Jahren, ist es trotzdem noch ein Thema, das bei uns Schwierigkeiten hat, wirklich auch im Leben integriert zu werden. Nicht jetzt als erklärbare Wissenschaft, nicht als logische Studie, sondern wirklich als übersinnliche Kraft, als vielleicht auch göttliche oder nicht erklärbare Kraft, die jetzt nicht in dieses Dogma der Wissenschaft passt. Und das fehlt uns Europäern. Und da haben natürlich gerade solche Kulturen, die etwas emotionaler sind als wir, haben es einfacher, weil Emotion und Intuition sind sehr stark miteinander verknüpft. Das sind so ein bisschen, könnte man sagen, 2 Zwillingsgeschwister. Und das eine funktioniert mit dem anderen. Und wenn man das natürlich jetzt auch noch zusätzlich abblockt, weil man so rationell ist, das Emotionale, dann hat es das Intuitive natürlich auch nicht sehr einfach. Ich vergleiche manchmal den Europäer, wenn es jetzt um ganzheitliches Denken, auch um intuitive Themen angeht, vergleiche ich den Europäer so ein bisschen als den Taliban der ganzheitlichen Bewusstseinswahrnehmung. Talibans kennen wir aus Afghanistan, die Orthodoxen, die sehr, sehr konservativen, militanten Islamisten. Und wir sind halt ein bisschen ähnlich, nur jetzt nicht auf Religion fokussiert, sondern dieses militante Verhalten und dieses sehr logische auf die Wissenschaft und das Rationelle ausgerichtet. Also es ist ja spürbar und erfahrbar, dass jetzt viele Strukturen sich verändern oder sogar ganz zusammenbrechen. Ist das notwendig, dass wir in irgendeiner Form einerseits wirklich uns verändern und uns auf uns selbst zurückbesinnen, ja, auf die Intuition auch? Also bedingt sich das? Oder ist das einfach auch nur eine Hilfe, dass wir sagen, okay, wenn wir das annehmen, was hier passiert, kommen wir automatisch in unsere Intuition? Ja, ich denke, dass wir, kommt natürlich darauf an, auf wen sich das bezieht, wir als Gesellschaft
muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Hoffnung schon längere Zeit verloren, dass das nicht wirklich funktioniert, weil der Mensch per se da einfach zu unsicher ist und sich zu schnell und einfach auch manipulieren lässt. Wir haben das mit der Pandemie gesehen. Anstelle diese Situation zu nutzen, um sich zu sagen, gut, da passiert so viel, wir müssen auf neue Ideen kommen, wir müssen versuchen, uns intuitiver führen zu lassen, wir dürfen nicht von Ängsten und Unsicherheiten geleitet werden, und versuchen eben auch, wie du sagst, einen individuellen neuen Weg zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Ein Großteil der Menschheit weltweit global ließ sich von der Angst steuern, ging genau in die gegengesetzte Richtung. Und wenn du jetzt aber von wir als gewisse individuellen Wesen, Menschen sprichst, dann könnte man sagen, ja, weil ich kenne auch ganz viele, egal jetzt in welcher Gesellschaftsschicht, egal welche politische Ausrichtung, egal welche Kultur, denen hat diese Krise, in der wir uns jetzt befinden, tatsächlich geholfen, einen inneren Wandel zu machen, verstärkt mit ihrer Intuition in Kontakt zu kommen. Und ich möchte so weit gehen, dass gerade jetzt in dieser Zeit, in der eben auch diese Strukturen, die du erwähnt hast, auseinanderfallen, dass Intuition vermutlich eines der wichtigsten Werkzeuge sein wird in den kommenden Jahrzehnten, die auch mit unterstützen kann, ob man nun zu den Gewinnern oder den Verlierern dieser Krise gehören, in der wir jetzt sind, in der alles zusammen, ich möchte eher sagen, am Zusammenbrechen ist, weil wir sind im Moment, sind wir erst noch am Beginn dieser Veränderungen, also wir sind noch weit weg vom Auge des Hurrikans, vielleicht besser gesagt vom Epizentrum, weil im Hurrikan ist das Auge ruhig. Das Epizentrum ist dort, wo es am meisten schüttelt und tut, und davon sind wir noch weg. Also wir sind noch erst dabei, die alten Strukturen, so die Grundmauern zusammenzubrechen, aber so wirklich geknallt hat es noch nicht, wirklich auseinandergebrochen ist es auch noch nicht. Und ich denke, gerade wenn das dann soweit ist, da wird sich dann zeigen, ob man nun auf diese innere Kraft, auf diese innere Führung vertraut oder halt nicht und sich rein von der Angst und von äußeren Einflüssen leiten und führen lässt. Und ich denke, darin besteht der freie Wille. Aber ich sehe das jetzt nicht als eine Möglichkeit eines kollektiven, globalen Wachstums, das dann irgendwie zu einem goldenen Zeitalter führen wird oder so, das sehe ich nicht. Ist verständlich, dass viele Menschen daran glauben. In Krisenzeiten waren Heilsversprechen oder Erwartungen waren immer sehr hoch in Mode, weil gerade in schwierigen Zeiten man natürlich hilft, dass einem irgendetwas oder irgendjemanden rettet, aber ich denke, dazu wird es nicht kommen. Was glaubst du denn, oder was siehst du als Seher, was erwartet uns die nächsten Jahre? Ja, ich war ja einer der Ersten, der 2015 die kommenden Schwierigkeiten für Europa vorausgesehen hatte und veröffentlichte. Und dazu hatten wir bei euch im Weltenwandel ja schon auch einiges gemacht, und damals war ich noch ein Schwarzmaler und wurde das von vielen abgetan als, ja, sprich mal. Und unterdessen muss man, ich sage jetzt bewusst leider, sehen, dass vieles von dem schon eingetroffen ist. Nicht leider in Bezug auf meine Vorhersagen, dass sie eingetroffen sind, aber leider, dass die Entwicklung dahin geht. Und ich sehe, dass diese Schwierigkeiten, diese Entwicklungen weitergehen, also auf wirtschaftlicher, geopolitischer und damit gesamtgesellschaftlicher Ebene erwarten uns noch viel mehr und viel weitere Umbrüche. Also gerade auch das, was wir jetzt im Krisenherd Osteuropa sehen, da wird sich noch einiges mehr anbahnen, und da müssen wir wirklich auch sicher sein, dass wir unserem eigenen intuitiven und Kompass vertrauen können und uns von dem führen lassen können. Denn sonst werden uns diese Schwierigkeiten, auf die wir zukommen, ich möchte jetzt hier keine Angst machen, darum geht es nicht. Es geht eher darum, aufzuzeigen, dass man nicht blauäugig sein muss, sondern darf oder sollte, sondern dass man wirklich wissen muss, dass wir in einer Veränderung sind, in einer transformativen Veränderung sind, und dass es nun an jedem von uns hängt,
zu entscheiden, wie man damit umgehen will. Also geht man in die Angst oder in die Unsicherheit oder verbindet man sich mit dem inneren Krieger, verbindet man sich mit der inneren Führung und sagt sich, gut, da gehe ich jetzt durch, das bringe ich hinter mich, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, für meine nächsten Menschen oder auch für jene, die in meiner Gesellschaft, in meinem Stamm mitleben, damit wir das kollektiv so gut wie möglich hinter uns bringen können. Auf was ist denn zu achten? Was empfiehlst du? Was sind so Anzeichen, dass man vorsichtig sein sollte, dass man nach innen gehen darf und nicht sofort aufspringt und auf eine Meinung beharrt, so wie alle anderen? Wir haben ja aus der Vergangenheit offensichtlich gelernt, dachte man. Dachte man, aber daran habe ich, wie gesagt, meine Zweifel, weil wenn wir die geschichtliche Entwicklung beobachten, gehen wir jetzt mal nur die letzten 100 Jahre zurück seit dem Zweiten Weltkrieg, da sieht man, dass wir nicht wirklich was gelernt hatten, weil wir ließen uns noch genauso steuern, kollektiv wie vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Wir ließen uns genauso hysterisch mitreißen. Und ich möchte nicht sagen, dass es in einzelnen Gruppen und in einzelnen Kreisen nicht funktioniert hat, dass einzelne Individuen doch etwas an sich arbeiteten und sich entwickelten. Also da sind in unterschiedlichen Gruppen, wie gesagt, Entwicklungen erkennbar. Was nun hilft, um da auch bei sich zu bleiben und sich eben nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, ist Meditation. Das tönt sehr banal, ist aber so. Und ich würde auch jedem raten, vor jeglichen emotionalen Ausbrüchen oder Verurteilungen in diesen Situationen immer wieder sich auf sich selbst zu besinnen. Denn gerade auch, wir hatten vom Informationszeitalter gesprochen. Ich habe ja die Möglichkeit, und das haben wir auch die letzten 3 Jahre gesehen, ich habe die Möglichkeit, in diesem Informationszeitalter für alles Mögliche Informationen zu holen, von A bis Z. Finde ich irgendwelche wissenschaftliche Bestätigungen, dass genau meine Meinung stimmt. Egal, ob ich nun von etwas ein totaler Gegner bin oder total dafür. Ich finde für alles irgendwelche Wissenschaftler oder Politiker, die finden, ja genau, das ist das Richtige. Meine Intuition, mein strategischer Kompass, hat nun die Möglichkeit für mich zu erkennen, welche dieser, ich möchte nicht sagen Wahrheiten, sondern welche dieser Informationen für mich als Mensch, als einzelner Mensch oder auch für meine Familie am stimmigsten ist. Denn was wir auch ganz klar erkennen und sehen müssen, ist, dass es nicht nur eine Realität gibt, sondern der ganz gegen eine Handlung mag seine Berechtigung für sich haben und jeder, der dafür ist, auch. Es geht auch nicht darum, dass wir alle auf demselben Boot fahren. Das ist unmöglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit unserer Intuition zumindest unsere Realität so gut und so ehrlich und so offen wie möglich leben. Und da ist Intuition ein sehr hilfreiches Werkzeug. Und Meditation ist dann eigentlich die Batterie, welche diese Intuition zum Funktionieren bringt. Und dann halt ein gesunder Menschenverstand. Ich finde, ein Ausgleich zwischen gesundem Menschenverstand und ausgeprägter Intuition helfen uns am besten, das Gleichgewicht zu halten, um in diesem Informationssturm doch so sicher wie möglich über das Lebensmeer zu segeln. Also in Phasen der Veränderung kommt ja immer auch eine Angst hoch. Ne? Es ist die Angst, etwas zu verlieren, loszulassen, Sicherheit, Sicherheitsverlust. Woran erkennen wir denn, welche Werte, Systeme, Strukturen jetzt wirklich überholt sind und auch wirklich aussterben dürfen, also auch wirklich keine Lebensberechtigung mehr haben? Es gab ja auch in indogenen Völkern immer mal wieder Phasen, wo sie selbst auch gemerkt haben, jetzt haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Ja, wir brauchen jetzt hier gewisse Wissensaspekte nicht weiterführen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, hier darf etwas auch endlich sterben. Wie erkennen wir das? Also erstens mal, es ist ja nicht so, dass Ängste einfach hochkommen, sondern Ängste werden bewusst geschürt von außen. Das ist ja auch eine Strategie, um die Menschen zu verunsichern und dann an eine Struktur zu binden. Und ja, Intuition kann tatsächlich helfen,
um zu erkennen, welche Werte noch stimmig sind und welche nicht. Ich möchte hier ganz kurz ein Beispiel einbringen, auch wenn nicht ein sehr schönes, aber doch ein sehr eindrückliches. Ich war 2016 im Amazonas. Ich war dort mit 3-4 Leuten begleitet. Wir haben einen Dokumentarbericht gedreht über Ayahuasca. Wir waren da bei den Siona-Indianern. Die sind an einem Grenzfluss zwischen Kolumbien und Ecuador. Und es ging darum zu lernen, was ist Ayahuasca, woher kommt es und wie wird es eingesetzt. Und ich mit meiner Arbeit, mit meiner Auseinandersetzung, mit meiner seherischen Tätigkeit war natürlich speziell auch interessiert, auf das Thema Prophezeiungen eingehen zu können. Also wie arbeiten indigene Schamanen jetzt in diesem Amazonas-Teil mit Ayahuasca, ob sie tatsächlich auch mit Prophezeiungen arbeiten oder nicht, oder ob sie es hauptsächlich im heilerischen Aspekt einsetzen, wie wir es kennen. Und der Oberschamane, erklärte mir dann, dass sie tatsächlich auch mit Ayahuasca arbeiten würden, um Prophezeiungen zu erhalten. Und er erzählte mir ein Fallbeispiel, das muss Mitte 50er Jahren gewesen sein. Da gab es einen Oberschamanen für eine gewisse Region, so ein bisschen wie bei uns in Europa, ein Bischof, und dann gibt es die Priester. Und das gab es auch bei ihnen, da gab es den Oberschamanen, und dann hatte jedes Indianerdorf hatte seinen ein oder zwei Schamanen, und einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre, das weiß ich jetzt nicht mehr, haben sich die getroffen, um mit Ayahuasca eben Anleitung durch Ayahuasca Hilfe und Unterstützung und Inspirationen und Anleitungen zu bekommen. Und irgendwann Mitte der 50er Jahre war der damalige Oberschamane sehr krank und er wusste, dass er sterben würde, und dann haben sich die ganzen Schamanen getroffen, um zu besprechen, wer der nächste Oberschamane werden sollte. Ayahuasca wurde genommen, und nach der Zeremonie, als man entscheiden sollte, wer der neue Oberschamane werden würde, sagte dieser, dass man keinen neuen Oberschamanen wählen mehr muss. Und da war natürlich großes Erstaunen, und hat er gesagt, und muss man sich überlegen, das war Mitte 50er Jahren, da waren die Erdölfirmen noch nicht so wie heute im Dschungel, da gab es das Problem mit der Massenabholzung so wie heute noch nicht. Gab es auch, aber nicht in diesem Maße wie heute. Und da sagte der Oberschamane, er hätte in Ayahuasca gesehen, dass ihre Existenz am ausgelöscht werden sei. Das zukünftige Bestehen der Indianer im Amazonas sei nicht mehr gegeben. Sie müssen auch keinen neuen Oberschamanen wählen. Sie sollen lieber sich darauf vorbereiten, dass ihre Kulturen ausgelöscht werden und damit ihre Lebensgrundlage zerstört. Der Schamane, der mir das erzählte, der fing dann etwas an zu weinen, und wir waren ja bei ihnen im Stamm, und er erzählte mir dann auch, dass sie heute, wenn sie Ayahuasca-Zeremonien machen würden, noch 2 oder 3 von ihrem Stamm wären, noch 4 würden ihre Sprache sprechen, und er sagte mir dann, und du weißt ja, was passiert, wenn eine Sprache ausstirbt, stirbt die Kultur. Übrigens, dieser Oberschamane, seitdem ist er auch verstorben. Das heißt, das sind jetzt noch 3, die die Sprache sprechen. Vielleicht ist noch einer gestorben, dann sind es noch 2, das weiß ich nicht. Also, das ist jetzt ein eher etwas traurigeres Beispiel. Aber es geht darum, dass tatsächlich in solchen Zeiten wie wir, weil auch wir leben in unserem globalen Amazonas, auch bei uns ist sich sehr viel am Verändern, sind Wertesysteme am Auseinanderbrechen. Und was nun noch stimmt und was nicht mehr, das müssen wir halt auch individuell wieder erkennen. Also auf der einen Seite, indem wir uns immer wieder intuitiv verbinden und spüren, was stimmt für uns noch und was nicht, und sich dann aber auch solche Menschen suchen, wie auch diese Schamanen und Oberschamanen, von denen man weiß, die haben eine ähnliche Vision, und mit denen kann man etwas machen und mit denen kann man etwas umsetzen und auch das loslassen, was nicht mehr stimmt. Also diese Frage lässt sich nicht kollektiv beantworten. Das ist etwas, das jeder für sich und in seinem nächsten Umfeld spüren muss. Was stimmt nun noch und was stimmt nicht mehr? Und welchen Weg will ich gehen? Also wer das Gefühl hat, er muss die Menschheit retten und Veränderungen, die man für sich selbst spürt, auch so schön sie klingen mögen und so anspruchsvoll, wie sie seelisch oder spirituell sein könnten. Man darf nicht erwarten, dass sich dies kollektiv umsetzen lässt, sondern ich denke, da geht es auch darum, dass man wieder so ein bisschen den Stamm findet, mit dem man sich wohlfühlt, mit dem man agieren kann und von dem man merkt, doch,
der geht ungefähr dieselbe Richtung, die ich gehe. Der möchte dieselben Werte loslassen wie ich, von denen man spürt, stimmen sie nicht mehr. Dafür konzentriert man sich auf neue, mit denen man sich identifizieren möchte. Also jetzt hast du das Wort nochmal gesagt, mit dem wir uns identifizieren wollen. Aber man merkt ja auch, es ist ja auch so gewollt, dass hier so Geschlechter plötzlich negiert werden. Ja, der Mensch, der hat doch irgendwie eine Orientierung verloren, was er noch ist. Was sagst du zu der Entwicklung? Ich meine, wenn der Mensch nicht mal mehr weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist, wo führt das hin? Oder die Sprachen, die sich da verlieren, ja, die eigenen Gesellschaften, Kulturen, das ist doch alles jetzt am Verschwimmen. Kann man sagen, dass wir wirklich zu einer Menschheitsfamilie, mehr so ein Einheitsbrei werden? Ich finde diese Entwicklung gefährlich, weil sie nimmt dem Mensch seine kulturelle Identifizierung und das ist nun mal wichtig. Das fing ja schon an, indem wir uns von unserer Religion lösten. Und egal, was man nun von Religion hält oder nicht, sie ist wichtig, das kann auch eine moderne Religion sein, aber eine Religion, ein Glaube ist wichtig, weil dieser hält uns kulturell zusammen. Der nächste Wert wäre die Familie, aber auch die hat in unserer Gesellschaft enorm an Wert verloren. Es ist jeder sehr stark für sich allein oder mit seinem Paar, aber ganz wenige leben eine gesunde familiäre Verbindung. Und dann das nächste, das du angesprochen hast, das mit den Geschlechtern, das ist natürlich noch gefährlicher. Das ist eine Modeerscheinung meines Erachtens, die aber auch bewusst gesteuert wird. Und ich denke, da geht es tatsächlich auch darum, dass die Menschen so entwurzelt werden, dass sie dann schlussendlich einfach nur noch das glauben oder akzeptieren, was dann unter Druck auferlegt wird. Also es gibt, das war, glaube ich, Franklin, der sagte, in der Politik passiert nichts zufälligerweise. Und wenn es doch zufällig war, so war es so gewollt. In diesem Sinne waren seine Worte. Und was auch interessant ist, dass wer sich ein bisschen mit Wissenschaft und Politik auskennt, der weiß, dass nichts, was wir heute an Technologie einsetzen, ist die letzte, oder auch in der Medizin, normalerweise ist erst vor 1-2 Jahren entstanden, sondern daran wurde Jahrzehnte gearbeitet, erforscht, gerade in der Wissenschaft. Und dann erst wird es verkauft, wenn es dann für bestimmte andere Zwecke schon benutzt wurde. Also das ist nicht einfach von heute auf morgen wurde das Internet erfunden und die Welt war zufrieden. Und genauso wenig ist es in der Politik. Kein Ereignis ist zufällig, keine Krise ist zufällig. Da wurde daran gemeistert, da wurde daran gearbeitet, auch mit Zielen, um etwas zu erreichen. Und es geht meines Erachtens tatsächlich darum, so wie ich das sehe, einfach uns so zu, ja, aus unserer Wurzel zu reißen, dass wir dann wirklich wie Fähnchen in einem Sturm sind und dann irgendwo und irgendwann einfach froh, dass wir noch irgendwas haben und dass wir uns nun halten oder binden können in der Gesellschaft. Und das kann dann natürlich auch eine nicht unbedingt sehr produktive Richtung sein. Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was wir zu Beginn besprochen hatten oder zuvor, als es eben auch darum ging, für sich seinen Weg zu finden. Dann ist es halt wichtig, dass man für sich neue Realitäten spürt und findet, von denen man weiß, doch, hier kann ich mich verwurzeln, hier kann ich mich verbinden und da fühle ich mich wohl. Und selbst wenn um mich herum sehr vieles auseinanderbricht, dann finde ich meinen Weg trotzdem. Und vielleicht für mich jetzt auch eine der Erfahrungen der letzten 3 Jahre ist einfach auch in diesem ganzen Wahnsinn, den wir erleben, darf man sich halt auch nicht von allem provozieren lassen. Also jetzt gerade auch diese Gender-Diskussion, wenn ich mich jetzt auch noch mit dieser auseinandersetzen würde, weil ich mich über das mit dem einen oder anderen nicht identifiziere, dann wäre da noch ein, sagen wir jetzt mal, Krisenherd in meinem Leben oder etwas, über das ich mich aufregen würde. Also etwas, das ich nicht ändern kann und das mich nicht beeinflusst, lasse ich in diesem Sinne lieber auf der Seite. Und wenn ich natürlich Kinder habe, dann schaue ich, dass ich diese unterstützen kann, einen Weg zu finden, der für mich als Eltern auch stimmig ist und mit dem ich möchte, dass meine Kinder auch aufwachsen. Das heißt ja nicht, dass man sich dann einfach total zurückzieht und sich mit nichts mehr identifiziert. Aber man sollte schon auch so ein bisschen seine emotionalen Schlachtfelder identifizieren, von denen man weiß und spürt, dass es das
lohnt, sich da einzusetzen, weil es einem auch direkt persönlich betrifft. Weil es passiert so viel und es wird noch viel mehr um uns herum passieren, dass es irgendwann einfach zu viel ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man das auch ein bisschen einschränkt. Wie erklärst du denn die ansteigende Sterberate? Viele Menschen verabschieden sich jetzt. Wie siehst du das, also wenn man es aus der höheren Sicht oder auch aus der Sicht der Medizin, was sagst du dazu als Seher? Ja, das ist jetzt natürlich ein Thema, das nicht so einfach ist. Ich denke, das hat sehr viel mit den gesundheitlichen Entwicklungen der letzten 2 Jahre zu tun, auf der einen Seite, aber aus einer seelischen Seite, und darauf möchte ich jetzt etwas mehr eingehen in dieser Antwort, das erinnerte mich, das mit der Übersterblichkeit von der seelischen Seite her, erinnerte mich ein wenig an das, was mir der Schamane in Ecuador sagte, also nämlich von diesem Oberschamanen erzählte, der seinen Schamanen sagt, wählt keinen Schamanen, weil es verändert sich so viel, dass wir so nicht weitermachen werden und dass es so, wie wir heute sind, uns bald nicht mehr geben wird. Das heißt natürlich auch, dass sie dann weniger Kinder haben als früher, dass sie einfach ihren eigenen Weg gehen, ja, und sich nicht dagegen wehren, gegen diese Entwicklung. Und es gibt sicher auch viele Seelen, die für sich entscheiden, dieser Weg, oder spüren, dass dieser Weg so für sie nicht mehr stimmt und dass sie sich da lösen wollen, um, so wie die Schamanen und die Indianer im Amazonas, erkennen, dass das einfach in eine Richtung geht, die nicht unbedingt sehr vielversprechend ist für ihre Entwicklung und ihre Kultur. Was sagst du denn, welche Instinkte hast du in Bezug auf das, was schon möglich ist, was man uns als Öffentlichkeit aber noch vorenthält? Ja, gibt ja immer wieder auch Berichte, die dann einfach weggebügelt wurden, wie UFOs und neue Welten und Aliens und ja, alle möglichen Dinge. Was sagst du als Seher, der jetzt in die Zukunft guckt, was ja eigentlich schon im Feld ist? Ja, was ist denn gerade möglich und was nicht? Wo stehen wir wirklich? Ja, vieles von dem ist nicht nur im Feld, sondern es ist auch konkret und physisch manifestiert. Wobei physisch, also zumindest vom Bewusstsein her und von der intuitiven Wahrnehmung oder tatsächlich auch von der visuellen Wahrnehmung, je nachdem wie intuitiv man ist oder tatsächlich auch physisch, aber noch nicht unbedingt an der Öffentlichkeit gezeigt. Also ich bin überzeugt, dass viel, viel mehr bereits auf der Erde vorhanden ist, als man mit eigenen Augen sehen kann. Du hast das Thema Außerirdische angesprochen. Ich weiß, dass es sie gibt, diese Wesen. Ich glaube es nicht. Ich weiß es auch aus persönlicher Erfahrung. Ich weiß auch, was für Fähigkeiten wir Menschen haben. Und das ist auch eine positive Anregung. Wir müssen gar nicht darauf warten, dass in naher oder ferner Zukunft irgendwie mehr möglich wäre als heute. Unsere Urvorfahren, die hatten ja in unterschiedlichsten Kulturen schon sehr viel Wissen, die waren sich der Kraft der Magie bewusst, die waren sich der Kraft der Heilpflanzen bewusst, die kannten die höchsten Geheimnisse der Astronomie und Astrologie, das wissen wir aus architektonischen Ausrichtungen gewisser Tempel, die dann Sternenkonstellationen zeigen etc. Also wir müssen gar nicht warten, bis dieses Wissen, diese Erfahrungen, diese Kontakte möglich wären irgendwann, sondern es ist alles schon möglich. Wir tragen das bereits alles in uns. Wir können heute schon mit diesen Wesen in Kontakt treten. Wir können heute schon Astralreisen machen. Wir können ja auch Remote Viewing machen. Wir haben unglaubliche Fähigkeiten, was unsere parapsychologischen Fähigkeiten angehen. Die können wir heute entwickeln. Daran können wir jetzt arbeiten. Wir müssen uns einfach dafür entscheiden. Wir müssen Ja sagen zu dieser Wirklichkeit. Und uns erinnern, also auch dem Wissen unserer Vorfahren, wir in Mitteleuropa, wir haben ja, und dafür müssen wir ja gar nicht immer nach Indien oder jetzt in den Amazonas gehen, wir hatten ja auch ein unglaubliches Wissen, unsere Vorfahren, keltisch-germanischen, die waren ja sehr magisch, sehr kraftvoll, sehr, die Wikinger, sehr energetisch und gute Krieger und gute Heiler und gute Seher. Also wir können uns auch unserer eigenen Wurzel wieder verbinden, um mit dieser Kraft in Verbindung zu kommen. Du bist selbst als Seher ja auch immer ein Visionär, so würde ich es jetzt mal nennen.
und hast schon immer Dinge ausgesprochen, die andere noch also völlig unmöglich, für unmöglich halten, ja, undenkbar finden. Wie gehst du mit so Kritik um? Wie gehst du mit Angriffen um von Menschen, die sagen, du spinnst und ist alles nicht wahr? Was hat dich da stark gemacht im Leben? Ja, stark die Erfahrung. Ich nahm natürlich zu Beginn solche Kommentare viel ernster als heute. Heute lese ich sie auch und setze mich auch mit ihnen auseinander. Es gab eine Zeit, in der ich mich weigerte, irgendwelche Kommentare überhaupt noch zu lesen. Ich habe dann irgendwelche Videos veröffentlicht mit Vorhersagen und habe die dann nie wieder angeguckt, weil ich mich vor den Kommentaren fürchtete. Das war ein Prozess, ein Lernprozess, den habe ich jetzt zum Glück seit einiger Zeit hinter mir. Und die Erfahrung hat mich gelernt, dass das, was ich mache, ich sage ja übrigens nie, ich bin 100% richtig, also es gibt auch Fehlerquellen überall, aber ich kenne unterdessen meine Fähigkeiten, ich kenne meine Möglichkeiten und ich veröffentliche meine Vorhersagen, ich arbeite mit meinen Visionen, ja, für all jene, die offen sind dafür. Ich versuche ja auch niemanden zu überzeugen. Ich gehe auf niemanden zu und halte ihm eine Pistole an den Kopf und sage, du musst jetzt das lesen oder dieses und jenes Video von mir anschauen, sondern ich veröffentliche etwas, ich kommuniziere etwas und sende es in den Informationsfluss. Und jene, die das freut und die was damit anfangen können, gut. Und jene, die finden, das ist absoluter Schwachsinn, der Zoller spinnt ja, ist ihre freie Meinung. Heute, wie gesagt, ärgert mich das nicht mehr. Teilweise beantworte ich dann auch solche Kommentare, wenn sie nicht zu deftig unter der Gürtellinie sind. Ganz so tief will man ja auch nicht fallen. Und aber ja, es war also für mich ein Lernprozess, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich gelernt habe, damit umzugehen. Viele Menschen haben jetzt Angst um ihr Geld. Ja? Sagen, oh Gott, was passiert mir jetzt in den nächsten Jahren? Kann man sagen, dass auf dieser Welt der materielle Reichtum sich jetzt wandelt und eher so eine Art gesundheitlicher Reichtum entsteht, ja? Und wie würdest du das erklären? Also was sollten wir denn tun, wenn wir jetzt darauf achten, dass wir gesündere Menschen werden? Und was sollen wir mit den Finanzen tun? Ist das vielleicht gar nicht mehr ein Thema irgendwann? Der gesundheitliche Reichtum, der nimmt definitiv zu. Also wir sind uns bewusster, dass es wichtig ist, gesund zu leben, in der Natur zu sein, wenn man kann, auch das eine oder andere selbst anzupflanzen, darauf zu achten, wo kauft man seine Lebensmittel. Also das sehe ich als eine sehr, sehr positive Entwicklung, Sport zu machen, eben zu meditieren, all das, was Körper, Geist und Seele gesund und zufrieden hält und stark macht. Unser Wertesystem, unser materielles Wertesystem, dass das nicht mehr nötig sein wird, das sehe ich nicht so, vielleicht in 1000 oder 2000 Jahren, aber sicher nicht in den nächsten Generationen. So wie ich das sehe, wird sich die Art und Weise, wie wir das Wertesystem kannten, das wird sich enorm verändern. Das sehen wir ja auch schon jetzt. Also da werden ganz neue Währungen jetzt im Kryptobereich werden entstehen, auch nationale, also zum Beispiel der I-Dollar oder I-Euro oder I-Yang oder I-Yang oder I-Rupi, das ist der Rubel. Da gibt es ja schon Experimente in verschiedenen Ländern. Also es geht ganz klar, dass das verändert wird. Und für mich ist es definitiv so, dass das Bargeld abgeschafft wird. Da geht es darum, dass das verschwindet. Die Gründe kennen wir alle, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Und was ich aber auch sehe, und das beobachte ich auch hier bei uns jetzt in Panama, das habe ich auch schon in Südamerika gesehen und ich sehe das auch in Europa mehr und mehr, es wird auch hier wieder so ein bisschen eine gewisse Loslösung davon gehen, indem die Menschen oder einzelne Menschen, sicher nicht ein Kollektiv, aber einzelne Menschen auch wieder so ein bisschen auf das Tauschgeschäft umsteigen. Das wird natürlich jetzt nicht überall möglich sein, aber dass man dann zum Beispiel sagt, ich gebe dir eine Massage für ein Bild von dir oder du backst mir, was weiß ich, für die nächsten 2 Wochen Brot und ich gebe dir dafür eine Kuh. Also ich beobachte solche Tauschgeschäfte, die entstehen mehr und mehr. Und was ich für mich mache und was ich immer wieder empfehle, gerade jetzt auch in diesen Zeiten,
der Umwerfungen, der tektonischen wirtschaftlichen Umwälzungen, dass eine Diversifizierung sehr wichtig ist. Und das mache ich auch für mich. Also aus dem altmodischen Geldsystem nicht unabhängig machen, aber doch schauen, dass ich vieles auch so investiere, dass es verteilt ist, dass wenn dann plötzlich ein Bereich abfällt, dass das dann nicht alles war, sondern dass ich dann noch andere Umschichtungsbereiche habe, auf die ich zurückgreifen kann. Und ich denke auch hier, also Angst ist auch hier wieder der falsche Berater, auch hier wieder einen kühlen Kopf und eine gute Intuition, dass man für sich spürt, gut, da ist sich so viel am Verändern, die Inflation ist enorm hoch. Übrigens herzlichen Glückwunsch zu euch in Deutschland. Ihr seid das erste Land offiziell in der europäischen Rezession, also wieder mal Vorreiter. Und das sehe ich aber auch weitergehen. Also unterdessen spricht man ja auch von einer europäischen Rezession. Und da wird noch einiges kommen. Also dass man sich halt auch überlegt, gut, was bedeutet dies für das Wertesystem und wie kann ich mich da eben so diversifizieren, dass wenn es dann passiert, dass ich so wenig Schaden wie möglich davon trage. Glaubst du, dass es möglich ist, wie viele sagen und predigen, dass wir irgendwann eine Gesellschaft haben, wo wir uns einbringen, liebend, ebend sind, wo alle gewinnen und keiner verliert? Glaubst du, dass das wirklich realistisch ist? Ich denke, es ist eine Utopie, dass die Menschheit als solches global zu diesem Punkt kommt. Dafür sind wir einfach zu unterschiedlichen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Ansichten. Aber in einzelnen Stämmen, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall möglich, dass Menschen sich in Grüppchen zurückziehen, zusammenfinden und sich so austauschen. Aber dass es global möglich ist, das sehe ich als eine Utopie. Vielleicht, wer weiß, in 10 oder 20.000 Jahren, da habe auch ich noch ein bisschen Hoffnung, dass es dann möglich sein könnte, aber nicht in den nächsten paar Generationen. Also für die Optimisten unter uns würdest du sagen, wir leben in einer Welt, wo alles möglich ist und es liegt eigentlich nur an uns selbst? Ja, definitiv. Es ist sehr vieles möglich. Alles nicht, weil ich kann mich jetzt nicht von heute auf morgen in eine Katze verwandeln, nur weil ich das möchte. Also so, es ist sehr viel möglich innerhalb des Bereiches, in dem ich mich bewege. Wir haben unglaubliche Fähigkeiten in uns, die sich manifestieren lassen. Und diese können tatsächlich auch Realitäten erschaffen, die dann ganz neue Türen öffnen. Also wenn ich dich verstehe, sollen Forscher bleiben? Ja, offen, flexibel und wirklich auf unser Herz, unser Bauchgefühl, sprich die Intuition vertrauen. Absolut. Die Intuition als Schlüssel unseres höheren Selbst. Wir haben ja auch in unserem Titel den Begriff strategische Intuition. Vielleicht diesen noch kurz erläuternd. Strategische Intuition bedeutet, dass wir Intuition nicht einfach nur so einsetzen, wie sie gerade kommt, sondern dass wir uns konkret vorstellen, was wir intuitiv wahrnehmen wollen oder dass wir unsere Intuition eben wie einen Kompass auf ein Ziel hin ausrichten und dann auch während dem Prozess, während der Entwicklung intuitiv immer wieder spüren, wo stehe ich heute und was kann ich damit erreichen und wie kann ich mein Leben noch besser, harmonischer, zufriedener und erfolgreich gestalten. Also Intuition als gesunden Kompass, um ein harmonischeres und besseres Leben zu haben. Ich danke dir, Martin, für dieses Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir, liebe Peggy, für das spannende Gespräch und auch an die Zuschauer. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, eine kraftvolle und natürlich eine sehr intuitive Zeit. Ja, und ich sage einfach nur Tschüss und bis bald. Alles Gute.